Okay, das sieht aus wie in so einer Computersimulation. Das hat was von Sailor Moon, oder? Und damit hallo und willkommen zu einer Demo, zum Demo-Donnerstag. Zufall, dass es am Donnerstag kommt, ich wollte es schon am Dienstag bringen, aber habt ihr schon gemerkt? Also wir sind jetzt in einem Theater, wo sie eine Einladung bekommen hat und sie hatte eine Stimme, sie hat ja come on gesagt. Okay, hat sie Voice? Aber hier, wir sind endlich da, Prinzessin Peach. Ich hole uns Eintrittskarten, es sollte nicht lange dauern. Sieh dich doch in der Zwischenzeit im Foyer um und ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Bis gleich. Willkommen am Funke. Ah, coole Sache mit dem, das ist wie bei Pokémon, wo die Leute eine Blase haben, aber ich finde es wesentlich besser, das ist nicht so aufdringlich, die Sprechblasen. Die sind immer so aufdringlich, die setzen sich voran und ich finde es lustig, der hier sieht aus, als wäre Mickey Maus. Ich habe die haben immer noch nicht geöffnet. Vorsicht, Baustelle. Also hier, da sieht man schon, das sind die verschiedenen Kostüme. Hier ist einmal das Kochen, hier ist das Cowboy. Das ist Ninja und da ist Fechten. Kann es kaum erwarten. Das ist der einzige, mit dem wir sprechen kann. Tut mir leid, dieser Bereich ist gesperrt. Ah, da kann ich auch nicht durch, aber ich spreche jetzt erstmal. Wir haben bisher, es war kein Menü, ihr habt im Prinzip wirklich gesehen, wie man, wenn man die Demo startet, hierher kommt. Die Demo könnt ihr euch ja übrigens runterladen, aber es gibt ein Hauptmenü, wie es da rechts oben aussieht. Steuerung mit Vibration. Ah, okay, ich kann die Vibration verringern. Okay. A, Springen, B, Aktion. So komme ich zum Titelbildschirm, möchte ich aber nicht. A, Springen, B, Aktion. So. Der Einlass für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Okay. Warum das Hauptmenü immer noch so blinkt? Irgendwie aufdringlich. Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatris ist selbst auf der Bühne zu stehen. Okay. Aber was kann ich jetzt noch machen? Das ist bis gleich. Toll. Ich habe mich doch jetzt im Foyer. Ich habe mit jedem gesprochen. Okay. Ah, mit dem kann ich noch sprechen. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelhaft überstrahlt alles. Die Funkelis sind unsere Stars, die gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Prinzessin Peach, ich habe unsere Karten.
Habe ich mir gedacht, wir müssen mit allen reden. So. Hier ist deine Karte. Ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Unser Theaterstück beginnt bald. Wir sollten zu unseren Plätzen gehen. Wir haben eine Ankündigung für Besucher des Theaters. Es wird nun Zeit. Für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse. Mit mir Grape und ein bisschen schneller konnte ich nicht lesen. Es ist mal nicht Bowser und ach, jetzt kommt der Titel. What's wrong? Noch mehr Sound. Du möchtest wissen, was los ist? Also, da sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen alle unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufführen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen und bist dann in die ganze Sache hineingeraten? Das tut mir leid. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen, aber allein schaffe ich das wohl nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest. Was meinst du? Bist du dabei? Wirklich? Du möchtest helfen? Oh, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich heiße Stella. Ich bin eine Funkelfee, die über dieses Theater wacht. Und du bist Peach, was für ein toller Name. Mithilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Die Maskierten halten sich im Fechtstück auf. Das ist also unser erstes Ziel. Also jetzt nur für mich mal. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, würde mich da dementsprechend auch interessieren. Dieses Halbsprechen, weil sie hat ja ein paar Sätze schon gesagt, ist das für. Ich hoffe, dass das entweder ein Demo-Punkt ist, dass sie nur so wenig sagt und dass es im Echten kommt, dass sie mehr sagt. Ich meine, dieser Punkt, wo es läuft mit. Ah! Achtung am Set! Also da, wo sie erklärt, warum sie hier ist, das finde ich okay, dass sie das nicht ausspricht. Aber so kleine Sätze wie ihren Namen und so, das wäre richtig cool, wenn sie das sagen würde. Das ist also die Fechtgeschichte und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Oh nein. Ah, jemand wurde verletzt. Oh, die maskierten Gestalten? Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. Jetzt kannst du diese Schleife die Funkelkraft verwenden. Ich dachte gerade, oh, sie hätte einfach die Haare gemacht. Das wäre schon sehr. Ja, das ist komisch. Los, diese Tati braucht Funkelkraft. Yes. Ah, es ist nur B.
Ich dachte, ich muss mich im Kreis bewegen. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Ich finde es so cool, dass die dieses Let's Go sagt. Das ist so... Ich mag das. Also, ich meine, Mario hat ja früher so Let's Go und so gesagt, aber das war eher so wirklich dieses Durchstart und er sagt Let's Go. Und hier ist wirklich so, das fühlt sich an, als würde sie reden und das mag ich. Ich meine, schließlich, aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist. Ich meine, wir wissen ja, Mario war früher schon immer stumm, weil er ja aus dieser zweiten Geschichte kommt. Wir wissen aber von Peach, spätestens seit dem Film, wissen wir ja jetzt, dass Peach und Mario Stimmen haben. Also es ist gar nicht mal so blöd, wenn sie in den Spielen jetzt auch Stimmen haben. Oh, wenn man stehen bleibt, sieht man unsere Herzen. Bisher können wir noch nicht viel tun. Ah, wenn ich stehen bleibe, macht sie den Kreis. Wenn ich vorwärts gehe, macht sie das hier. Oh, das ist... Oh! Aha, die Blumen. Ich kann die Blumen zum Funkeln bringen. Oh, okay. Das sind die Schurken. Sie machen wohl immer noch Ärger. Wir müssen eingreifen. Setze sie... Ja, das ist das, was ich schon herausgefunden habe. Ich wusste es, gegen die Funkelkraft haben diese Gestalten keine Chance. Boah. Aber gegen einen ausgefuchsten Typen wie mich, der bereits weiß... Ja gut, Ah, okay, das ist so ein Bonus wie bei den Mario-Spielen. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss. Oder es gab mal eine. Wo ist nur der Weg? Ah. Auch eine coole Mechanik. Also ich meine... Es ist natürlich ein Kinderspiel. Es ist ein Kinderspiel, klingt irgendwie doof. Wow, jetzt kommen wir weiter. Da ist ein Funkelkristall. Er ist in greifbarer Beweis deines Könnens. Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal nützlich sein. Okay, hier gibt's nichts. Ich weiß gar nicht, wie lang die Demo geht. Okay, jetzt haben wir einen von Dornen F. Oh. Okay, da können wir nichts gegen machen. Ich fühle mich unbesiegbar. Okay, gibt er uns irgendwas? Nee.
wie es wohl mit dem Schloss ergeht. Die Bäume standen einmal so schön in Blüte. So. Oh, oh. Die Blüten sind einfach wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe. Ich habe irgendwas bekommen. Ah, da ist nochmal so ein Kristall. Es fühlt sich nur mit dem Sprung, fühlt sich etwas komisch an. Also wir erleuchten sozusagen die Sachen. Dann werden wirklich ein Problem, aber kann ich hier was machen? Nee. Ah. Okay. Das ist ja die Fechtfunkelkraft Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen. Okay, das sieht aus wie in so einer Computersimulation. Das hat was von Sailor Moon, oder? Sie spricht! En garde, ich meine. Okay. Muss man eigentlich auch wieder zurück? Nee. Oh, es gibt wirklich einen, den ich noch holen muss. Oh, ich habe einen von den Dingern verpasst. Wir brauchen die Fechterin. Ich bin doch hier. Okay. Komm ich wieder zurück? Interessant. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da tue, also
So, beobachte deine Gegner gut und drücke dann B oder A, um auszuweichen oder zu kontern. Ah. Das ist wahrscheinlich das. Okay, das ist schon nicht schlecht. Dieser Zeitloop-Modus. Ich find's immer noch doof, dass ich den, dass ich wohl einen von diesen Dingern verpasst habe. Okay. Ah, okay, und hier muss ich wieder posen. Aber cool gemacht. Ich muss schon sagen, das ist schon nicht schlecht gemacht. Der König, was sollen wir nur tun? Edle Fechterin, bitte hilf uns, rette den König. Ich finde das aber richtig, richtig cool und das soll wirklich ein Kids-Game sein. Also. Okay, der Zeitpunkt zum Ausweichen beziehungsweise zum Agieren ist schon sehr. Angenehm beziehungsweise sehr groß. Man hat es gerade gemerkt, ich habe eigentlich nur zufällig gedrückt und hab's geschafft. Muss ich. Das ist wahrscheinlich nur, dass man da von unten durch kann. Ah, neuer Move. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich was verpasst. Doof. Naja, aber das hält euch ja die Chance offen, hier dann selber das herauszufinden. Oh, natürlich die Pflanze.
Okay. Ja, der Ausweichmechanismus bzw. der Dodge-Mechanismus, den man hier hat, der ist schon... Man hat eine sehr große Spanne. Ja, bis auf 2 habe ich alles bekommen. Also wenn ich das in echt spielen werde, was ich vielleicht auch aufnehmen werde, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich immer alles sammle. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar das Ende ist von der Demo. Und ich merke gerade... Wir haben es geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Funkerkraft zu nutzen. Aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es zuvor war. Ob das an den leuchtenden Fäden und dem Symbol dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Ah, okay, es gibt doch noch die Möglichkeit, weiterzumachen. Die Treppe ist gesperrt. Das ist noch offen. Verleiht dir 3 Bonusherzen. Nee, ich komme ohne klar. Okay. Tja, aber in dieser Folge würde ich sagen, lassen wir es für heute. Ich denke, die Demo wird wahrscheinlich alle 4 Stages umfassen. Das bedeutet, wenn es hochkommt oder wenn es so läuft, dann sind es 4 Folgen. Und naja, schauen wir mal rein, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das jetzt eigentlich fandet und ob ihr auch die Vollversion euch anschauen würdet. Wird mich interessieren. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin. Auf Wiedersehen.